herzlich willkommen beim Whisky Turntable. Heute will ich euch einen meiner aktuellen Lieblingswhiskys vorstellen. Es ist ein Ledaig von Signatory Vintage aus der Cask Strength Collection. Gebrannt 2004, abgefüllt 2015 mit 60,4 Volumenprozent. Reifen durfte er in einen First Fill Sherry Cask. Zur Brennerei Tobermory und deren rauchigen Ledaig Whiskys will ich hier jetzt nicht großartig ausholen. Ich denke, das kennt jeder. Ich glaube, die Einheimischen sagen auch Ledaig, ich bleibe aber bei Ledaig, so nenne ich den seit Jahren. Ja, gekauft habe ich mir die Flasche im Sommer diesen Jahres anhand der technischen Daten. First Fill Sherry Cask, 10 Jahre, dachte ich, den nehme ich. Das muss was sein. Ich habe von Signatory Vintage mal einen Banner Heaven probiert, auch, glaube ich, 11 oder 12 Jahre, Sherryfass, und der war schön intensiv und so war die Entscheidung leicht, mich auch für den Ledaig zu entscheiden. Ich hole die Flasche mal raus. Es ist ganz schön, Signatory Vintage färbt ja nicht und die Farbe spricht für sich. Da muss so mancher anderer Hersteller kräftig für mit Zuckercouleur angleichen, wie sie es so schön nennen, um so eine Farbe überhaupt hinzukriegen. Oh, machen wir mal den Deckel wieder drauf. Ich will jetzt hier auch keine großartige Verkostung machen und euch irgendwie meine kompletten Eindrücke sagen, da bin ich einfach nicht imstande zu. Meistens schmeckt mir ein Whisky oder schmeckt mir nicht, und wenn es dann ins Detail geht, habe ich schon arge Probleme, die genau zu betonen. Ich fand es ganz witzig, im Internet habe ich was von gegrillten Seetangen gelesen. Da habe ich mich auch nur gefragt, wie viele Deutsche kennen denn jetzt den... ich weiß gar nicht, ob es jetzt von der Nase her war oder vom Geschmack, aber spielt beides, glaube ich, nicht so die Rolle. Weil gegrillten Seetangen gibt es bei uns nicht alle Tage, und da finde ich das schon immer Quatsch, wenn man sowas in die Geschmacksnotizen schreibt. Das hört sich dann alles schön an, aber trägt für mich nur dazu bei, die Leute zu verwirren oder soll zum Kauf anregen. Letzten Endes wird man es auch irgendwie einfacher beschreiben können, oder das hört sich dann eben nicht so toll an, ne? So. Wie ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen genascht und so habe ich mich eben auch zu dem Video entschlossen, weil ich finde den einfach Hammer. So, schütten wir uns mal ein. Ich will einen verdünnen und einen pur trinken. Ich weiß, das macht man normalerweise angeblich ja nicht bei den Whisky-Trinkern, weil das Ding die Zunge betäubt. Aber ich find's geil. So. Stellen wir die Bulle auch wieder zurück. Machen wir das so. Das Ding nach hier. Den nach da. Bisschen Wasser. Ich bin kein Abpeppetierer oder wie die Jungs da heißen. Ich nehme da auch einfach ein bisschen Wasser. So. Für mich ist da nicht der Spaß dabei, das irgendwie wissenschaftlich festzuhalten, was ich bei wie viel Milliliter Zugabe vom Wasser geschmeckt habe, sondern ich habe einfach Spaß dran, abends da zu verdünnen, wie ich gerade Lust und Laune habe, und immer wieder neue Facetten zu entdecken. Wie ich schon sagte, ich kann sie eh nicht wirklich beschreiben, deshalb wäre so ein Tasting-Book beim Book oder Buch eben bei mir auch total sinnlos. So. Ich meine, die Farbe ist schon Hammer. Ich weiß nicht, wie gut sie rüberkommt. So. Da. Ja, hängt hier so ein bisschen von meinen Lichtverhältnissen ab. Ich mache ja so ein Video jetzt das erste Mal. Vielleicht ist es auch das letzte Mal. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber ich dachte, das muss einfach mal sein, weil das Schöne an der Serie finde ich auch, dass Signatory-typisch es davon natürlich mehrere Fässer gibt. Das erste Fass hatte ich nur so am Rande mitbekommen. Da gab es jetzt im Winter 2014, 2015 irgend so eine neue Serie, die hatte irgendwas mit Jahreszeiten zu tun. Und in dieser Winter-Season war, glaube ich, auch die erste Abfüllung, dass da Signatory irgendwie hintersteckt und der Deutschland-Importeur oder so war bekannt, aber ja,
Ich dachte, ich habe genug Whiskys, um die ich mich kümmern will, lasse ich das mal außen vor. Dann, wie gesagt, im Sommer habe ich diese Abfüllung entdeckt und habe ich mir dann auch bestellt. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, es war die erste, auf jeden Fall 10-jährige Abfüllung von diesem Legic aus dem Jahr 2004. Mittlerweile gibt es da auch mehr Fässer von. Ich habe noch ein zweites Fass von Signatory und zwei Fässer aus der Ultimate-Serie aus Holland von diesem Van Wies oder wie der heißt, dem holländischen Signatory-Importeur. Und da kriegt er wohl ab und zu auch ein paar Fässer für seine Eigenmarke da. Was dabei auffällt, finde ich, ist, dass Signatory gibt immer First Fill Sherry Cask an. Bei The Ultimate steht immer nur einfach Sherry Cask oder Butt, ich weiß jetzt nicht, wie sie es nennen, drauf. Bei anderen Abfüllungen von The Ultimate habe ich aber gesehen, dass die auch First Fill durchaus angeben. Jetzt weiß ich nicht, ob Signatory sozusagen die in Anführungszeichen schlechteren Fässer, die zweitbefüllten Fässer an The Ultimate verkauft hat. Oder ob die Niederländer einfach nicht draufschreiben, dass es auch ein erstbefülltes Fass ist. Ich habe Bilder davon gemacht, da The Ultimate in einer Standard-Bottle abgefüllt wird und dadurch eine ganz andere Lichtbrechung ist, kann man die Flaschen einfach nicht vergleichen. Aber in dieser Standard-Bottle wirken die Whiskys oft heller als in dieser breiten Signatory-Karaffe. Und wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich habe da jetzt sogar durch Zufall eine fortlaufende Reihe. Ich glaube, von 74. Also die Fässer fangen alle an mit 900 und dann 174 ist Ultimate. 175 ist hier der offene. 76 wieder Ultimate und 77 wieder Signatory. Gestern habe ich mir noch einen bestellt im Netz. Der ist jetzt noch nicht da. Das ist die Nummer 171. Dieses Winterfass habe ich jetzt letztens bei eBay in der Flasche gesehen, von dieser, wie gesagt, Winter Season Cast, keine Ahnung was, wie sie es nennen. Das ist die 179, nur so als Info. Sind noch ein paar Lücken dazwischen. Ich muss jetzt passen, ich weiß nicht, ob Signatory schon vor 3 Jahren oder 4 Jahren mal einen 6- oder 7-Jährigen davon rausgebracht hat. Es kommt auf jeden Fall mehr. Wer die Videos von Horst Lünning ab und zu sich anschaut, der hat mitbekommen, vor ein paar Wochen hat er selber exklusiv für seinen Store eben von Signatory Vintage ein Fass ausgesucht. Da hatte der auch ein Legic, aber aus dem Jahr 2005. Gut, mittlerweile auch sehr wahrscheinlich dann 10 Jahre alt, bis er jetzt abgefüllt wird. Und dann irgendwann, keine Ahnung, bei Horst Lünning weiß man nie, ob er dann jetzt noch dieses Jahr oder nächstes Jahr erscheint. Die lassen sich ja oft Zeit. Auf jeden Fall hat Signatory 2005 wohl auch nochmal abgefüllt. Und wer sie kennt, weiß, die füllen nicht nur ein Fass ab, die machen meistens eine ganze Serie von irgendwie, gefühlt immer so 10 Fässer. Also Nachschub ist unterwegs, falls jetzt einer sagt, toll, dass du da die Serie vorstellst, aber die meisten Abfüllungen davon sind schon weg und man bekommt wieder nur die teuren. Preislich liegt der Signatory so um die 75 Euro. So Ultimate kriegt man 71, 72, allerdings auch ohne Umverpackung, wenn man die haben will. Ich habe mir da einen habe ich mir mit Umkarton bestellt, die wollten da 4 Euro für haben. Wie gesagt, zum selben Preis kriege ich eine Signatory-Flasche, die jetzt für ein Präsent zum Verschenken beim Geburtstag oder etc. doch durchaus wertiger rüberkommt. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung. Sonst noch ein Unterschied, also ich habe jetzt noch keine von den anderen Flaschen aufgemacht. Ich meine, dass die Signatory Cask Range Collection, dass die kalt gefiltert wird. Während The Ultimate ganz klar angibt, dass die nicht kühl filtern. Ich glaube nicht, dass ich es rausschmecke, aber finde ich es nochmal eine Facette mehr an dieser ganzen Serie, an dieser Fassreihe.
die das Ganze noch ein bisschen interessanter macht. So, jetzt haben wir lang genug gequatscht. Also was ich auch gelesen hatte, war süßer Rauch. Man bereitet sich ja doch ein bisschen vor. Und das muss ich wirklich sagen, den hat man. Legic ist ja immer die Sache, jeder nimmt den Rauch auch anders wahr. Wenn ich den jetzt eine Minute gerochen habe, rieche ich meistens sowieso keinen Rauch mehr. Kann von Vorteil sein, aber auch vom Nachteil. Ich finde, ich habe viel Bowmore bis jetzt getrunken. Da würde ich ihn vom Rauchgehalt irgendwo einstufen. Also ein Laphroaig oder eben ein Artback, so heftig ist er nicht. Aber finde ich auch nicht schlecht. Also der passt sich gut an. Ist da schön im Sherry-Fass eingebunden. Den Sherry hat man unverkennbar in der Nase. Und der ist, finde ich, also jetzt mittlerweile schon stärker als der Rauch. Und ja, die typischen Sherry Noten kommen da hoch. Ich will jetzt nicht mit dem gleichen Blödsinn anfangen, mit irgendwelchen Rosinen und keine Ahnung was. Soll jeder selbst entscheiden. Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr komplex. Und hier habe ich jetzt den verdünnten. Und ich muss sagen, wenn ich den jetzt unverdünnt rieche, wird es ja wahrscheinlich meine Nase jetzt nicht so viel besser sein. Ja. Entschuldigung. Das merkt man jetzt aber doch. Der ist deutlich eben noch zurückhaltender. Ich meine, ist klar, ich schütte Wasser zu. Der Whisky löst gewisse Bestandteile dadurch raus. Whisky ist ein Lösungsmittel, Alkohol. Und so lösen sich gewisse Bestandteile und gehen eben auch in die Luft über. Das muss man wirklich sagen. Hier riecht man wirklich weniger. Da kommt dann doch schon so ein Stich in der Nase durch den Alkohol. 60% sind ja jetzt auch nicht gerade ohne. Aber wir machen das Ganze, wie ich finde, auch interessant, als wenn ich da jetzt irgendwie 43% hätte und würde mir am Ende wünschen, ich hätte ein bisschen mehr gehabt. Dann lieber so und ein bisschen Wasser dazu. So mag ich das. Das ist einfach intensiv. Ich war nie ein Freund von, ja, wie heißt es immer, von diesen leichten Whiskys. Ich finde, da kommt nichts rüber. Ist meine persönliche Meinung. Und jeder soll die trinken, die er mag. Aber hier kriege ich was mit. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen minder bemittelt mit meinen Geschmacksknospen. Hier merke ich auf jeden Fall, dass da ein sehr, sehr komplexer Whisky im Glas ist. Und auch wenn ich das nicht alles aufsplittern kann, kann ich sagen, der schmeckt. Und jetzt werden wir mal hier den 60%igen probieren. Der ist schon Hammer. Also wie gesagt, man sieht, ich habe da schon ein bisschen genascht, auch mit ein paar Bekannten. Und ja, danach braucht man auch keinen anderen Whisky testen. Also als ich ihn das erste Mal hatte, ist man natürlich neugierig und man trinkt ihn als ersten. Und wenn der Abend dann weitergeht, man will ja dann doch nochmal was anderes probieren, lasst es. Also danach tut's das nicht. Ich habe danach einen Benriach, der ist mit 50 Volumenprozent abgefüllt, hatte ich so getrunken. Der hat so ein bisschen fad geschmeckt. Also wenn dann am Ende mit dem Rauch, passt das ja auch ganz gut. Und ich denke, der wird jeden auf jeden Fall in einer oder in der anderen Art umhauen. Entweder ist er viel zu stark für jemanden oder der sagt, Mensch, das ist ein Whisky. Immer noch die Alkoholnote und jetzt gucken wir mal vom Geschmack her. Zunge kribbelt, wird betäubt. Naja, bei dem Alkoholgehalt nicht gerade verwunderlich, aber ist auch ein Erlebnis. Ich meine, ich will hier nicht den Alkohol anpreisen, ich würde jetzt auch nicht die Flasche an einem Abend trinken, eigentlich aus Kostengründen. Ja, sonst, wie gesagt, ich wollte euch diese Serie mal näher bringen. Ich hoffe, das war jetzt hier nicht zu stümperhaft und zu laienhaft.
sage danke fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder nerdige Videos über normale Abfüllungen auf dem Whisky-Turntable von mir. Und mal schauen, wenn ich mal wieder einen Whisky habe, wo ich sage, Mensch, den muss ich unbedingt euch präsentieren, dann gibt es ein neues Video von mir. Also bis dahin, macht's gut, ciao.